Lesen ist langweilig. Ich setze mich lieber hin und spiele ein bisschen PS4. Oder esse ein paar Chips. Oder mache irgendeine andere unproduktive Scheiße. So ein Blödsinn. Menschen, die viel schlauer, viel weiser und viel mehr Erfahrung haben als wir alle, die haben sich hingesetzt und haben ihr ganzes Leben in einem Buch zusammengefasst. All die Erfahrungen, 80 Jahre oder mehr, in einem einzigen Buch zusammengefasst. Und es dauert nicht ein Leben lang, das Buch zu lesen. Es dauert Tage, vielleicht ein paar Wochen, je nachdem, wie schnell du im Lesen bist. Und es kostet dich vielleicht 20 oder nicht mal 20 Euro. Taschenbücher sind extrem billig. Es kostet dich kaum Zeit, es kostet dich kaum Geld. Aber du kannst lernen, wie die größten und erfolgreichsten Leute überhaupt zu denken, indem du ihre Bücher liest und ihre Sichtweisen verstehst. Zusätzlich strengst du dein Gehirn an und sorgst dafür, dass es nicht irgendwann abschaltet. Du stimulierst es immer wieder mit neuem Input. Ich glaube, der Grund dafür, dass so wenig Leute lesen, ist, dass Bücher unfassbar billig sind und man sich nicht vorstellen kann, dass in etwas, was so billig ist und was so wenig Zeit braucht, um es zu verarbeiten, um es zu lesen, dass da so viel Information drin steckt. Aber es ist so. Es stecken teilweise ganze Lebensgeschichten, ganze Lebensweisheiten, Lebenswege. Es steckt unglaublich viel in einem Buch, das von einer Person geschrieben wurde, die zum Beispiel erfolgreich ist. Lies mehr. Schlauere und weisere Leute haben sich hingesetzt, um uns mit ihren Büchern zu helfen. Wenn dir das Video gefallen hat und du findest auch, dass man mehr Bücher lesen soll, schreib uns in die Kommentare, was sind deine Lieblingsbücher? Oder hast du noch irgendwelche Fragen, die wir klären könnten? Schreib uns auch das in die Kommentare. Wenn du Teil von Team Get Your Ass Up werden willst und nichts mehr verpassen willst, like unsere Facebook-Seite oder abonniere unseren YouTube-Channel. Bis morgen!